Hallo ihr Lieben, ich hoffe ihr seid alle gut ins neue Jahr gerutscht und ich starte das neue Jahr mit sehr leckeren Cookies, wo ich schon behaupten würde, dass sie glücklich machen. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, nachdem ich diesen Cookies gegessen habe, dass ich mich besser gefühlt habe. Keine Ahnung warum. Das Ganze mag sehr langweilig klingen, Kokos, Hafer, naja, aber das Endergebnis ist super. Ich finde, sie eignen sich auch hervorragend als Frühstückskekse. Meistens frühstücke ich nämlich ohne Brot. Da gibt es bei mir immer einen großen Salatteller und dann noch ein Ei, manchmal etwas Quark dazu. Also eher proteinhaltig. Und dann nach dem Frühstück mit einer Tasse Kaffee zusammen einen von solchen Keksen. Das rettet meinen Tag. Das ist wirklich hervorragend. Ich hoffe, das Video macht euch Spaß und vor allem Appetit auf leckere Cookies. Und über lieb gemeinten Daumen hoch und Kommentare freue ich mich natürlich sehr. Und für mehr leckere Rezepte vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann bei einem nächsten Video wieder. Für diese Super-Cookies verwende ich blütenzarte Haferflocken und Vollkornmehl sowie Kokoschips, die ungesüßt sind, und natürlich Kokosraspeln. Des Weiteren nehme ich Kokosfett und ein Stück Butter, natürlich etwas Zucker, Vanillezucker, einen Schuss Sahne und einen kleinen Apfel für die Konsistenz. Außerdem eine Prise Salz und ein Viertel Teelöffel Backpulver. Die Fette gebe ich kurz in die Mikrowelle, die Butter schmilzt natürlich schneller als das Kokosfett, deswegen rühre ich das Ganze um, bis das Kokosfett geschmolzen ist. In der Zwischenzeit rasple ich schon mal meinen Apfel. Zu den geschmolzenen Fetten gebe ich den Zucker, Bourbon-Vanillezucker und eine Prise Salz und verrühre das Ganze kurz mit dem Mixer. Dazu gebe ich noch einen Schuss Sahne und anschließend auch ein mittelgroßes Ei, das dann ebenfalls gut untergerührt wird. Weiter geht es dann mit den Haferflocken sowie die Kokosraspeln und die Kokoschips, die alle gut untergerührt werden. Dann kommt noch das Vollkornmehl und etwas Backpulver hinzu und zum Schluss rühre ich noch von dem geraspelten Apfel hinzu, denn das macht die Cookies besonders weich und saftig. Meine Cookies werde ich dann noch mit Zartbitterschokolade toppen. Die hatte ich leider am Anfang vergessen zu zeigen, es kommt aber auf jeden Fall welche rein, und Zartbitterschokolade hacke ich in kleine Stücke. Die Schokoladenstückchen verteile ich auf die Cookies und drücke das Ganze leicht an. So sieht es dann einfach viel hübscher aus, finde ich. Und man hat die Schokolade direkt auf der Oberfläche der Kekse. Und das Ganze gebe ich dann so in den Backofen für circa 12 bis 15 Minuten bei 175 Grad. Natürlich macht es Sinn, die Cookies hin und wieder zu kontrollieren. Wenn die Cookies dann fertig gebacken sind, sehen sie so lecker aus und das Ganze duftet herrlich nach Kokos und nach Schokolade. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und ihr macht dieses recht einfache, aber sehr leckere Rezept mal nach und genießt so einen Cookie zu eurem Kaffee oder Tee oder so wie ich es mache. Nach dem Frühstück zum Kaffee ein Stück davon. Das gibt mir den richtigen Kick und den richtigen Start in den Tag. Ich verlinke euch auch noch mein Video zu den originalen Chocolate Chip Cookies. Wer mag, kann da gerne reinschauen. Und wir sehen uns dann bei einem nächsten Video wieder. Bis dann!